Ja, servus beieinander. Heute geht es hier bei mir um um diese wundervolle Dame. Else hat sich mal seit langem wieder gemeldet. Und du hast jederzeit die Möglichkeit, deinem wundervollen Leben eine neue Richtung zu geben. Und wie das funktioniert, erfährst du in diesem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Ich bin's Karin, ich bin hochsensibel. Na, jetzt fange ich schon an zum Stottern. Jösses. Ich bin hochsensibel und eine trockene Alkoholikerin. Und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit, hoffentlich auch in deinem Leben. Ja, das heutige Thema ist spannend. Ich nenne es gern Upgrade. Das heißt, ich nehme mir eine momentane Situation, auch wenn es manchmal Widrigkeiten gibt, und verhübsche sie oder anders ausgedrückt, gestalte sie ein bisschen neu. Und das kann man wundervoll üben, eben mit Farben, Formen, Papier. Du nimmst dir eine alte Zeichnung von dir, so wie hier jetzt. Das ist eine ältere Tuschezeichnung aus dem Jahr 21. Und heute möchte ich sie einfach ein bisschen aufpäppeln, ihr einen neuen Guss verpassen. Und das ist jetzt auch das Wichtige an dieser Methode. Benütze oder nimm eine alte Zeichnung und verwende das, was du siehst. Also nicht einfach drüber pinseln. Dafür gibt es extra Videos auf meinem Kanal, sondern wir arbeiten mit dem, was vorhanden ist. Und da sind wir schon bei der Metapher, nämlich das ist das Leben. So ist das Leben. Das ist Leben pur. Ja, ich habe eine Situation im Leben und ich möchte sie einfach ein bisschen verändern, positiv betrachten. Das ist ja die Übung hinter dieser Session, hinter diesem heilsamen Malen. Und es bedeutet im Endeffekt, dass du dich weiterentwickelst. Ja, du spürst etwas, riechst etwas, also für die Hochsensiblen, und denkst dann, nee, also das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Also nicht die Situation komplett meiden, sondern etwas dich weiterentwickeln, etwas Neues dazulernen. Und das Ganze hat natürlich jetzt nichts damit zu tun, dass ich sage, okay, man muss alles aushalten und oder die Situation im Leben, die nicht schön sind, nicht verlassen. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Ja, also wenn du dich bedroht fühlst, wenn du dich in Situationen absolut unwohl fühlst, dann hast du jederzeit natürlich auch die Möglichkeit oder dein Recht, diese Situation zu verlassen. Aber das ist jetzt in diesem Video, das ist heute nicht das Thema. Das heutige Thema ist, wir verwandeln Altes oder Strukturen, geben wir einen neuen Guss. Das ist so die Message dahinter. Mit viel Farbe, mit Kreativität, mit kreativen Gedanken, ja. Also ein Beispiel jetzt aus meinem persönlichen Leben. Wenn ich das Gefühl habe, Mensch, ich kann mit einer bestimmten Person überhaupt nicht, ich komme damit nicht klar, dann gehe ich gern mal in mich und überlege, liegt es an mir? Hat die Person vielleicht Eigenschaften, die ich nicht mag, die ich selber habe? Ja, und dann reflektiere ich in aller Ruhe. Schreibe natürlich oftmals auch in meinem Tagebuch darüber. Und bei der nächsten Begegnung bin ich vorbereitet. Ich reagiere dann nicht zornig oder wütend, sondern denke mir, aha, hallo, liebes Gefühl, liebe Wut. Und versuche sie in dem Gespräch einfach ein Stück weit loszulassen. Oder manchmal lächle ich auch drüber. Aber das geht nur, wenn ich auch tatsächlich wach bin und achtsam. Und das kann man wunderbar an so Zeichnungen, Bildern üben, wenn wir, ah ja,
Die Zeichnung von gerade eben, die muss erstmal trocknen. Und während meine Zeichnungen und Bilder trocknen, nütze ich die Zeit und spiele ein bisschen an der Wand, an dem Bild. Und hier, das wollte ich auch noch ganz gern mit reinbringen, du kannst natürlich auch jedes Acrylbild neu umgestalten, wobei auch hier wieder der Fokus darauf liegt, das Bild nicht übermalen, sondern nimm die Inhalte, die schon vorhanden sind. Nimm das, was du siehst, und gestalte es ein bisschen um. Das ist die Übung. Und dann überleg dir mal in aller Ruhe, wie du vielleicht im täglichen Leben bestimmte Situationen positiv umgestalten kannst. Ja, das Bild ist trocken und ja, ich würde sagen, Else erstrahlt in einem neuen Licht. Das sieht man jetzt vorher, nachher. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website und informiere dich über eine mögliche Zusammenarbeit, über meine Seminare und über meine Workshops. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit mit viel Kreativität und ja, viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von heilsamen Malen. Und wir sehen uns nächste Woche. Also alles Liebe und tschüss.